Herzlich willkommen zu deinem Adventskalender-Krimi zum Hören. Rauhnachtmord von Marion Sorlowski, ein Adventskrimi in 24 Teilen. 22. Dezember. Dunkelheit. Stimmengewirr. Etwas klirrte. Schnelle Schritte vieler Füße. Eine Frauenstimme schluchzte. Ein Lufthauch. Steinharter Druck gegen die Wange. Fremde Finger im Haar. Jetzt tätschelte sie die Wange. Fanny schlug die Augen auf und blickte direkt in ein attraktives Gesicht mit hellen Augen. »Da sind Sie ja wieder«, sagte die warme, dunkle Stimme des Kommissars. »Können Sie aufstehen?« Fanny bewegte probeweise ihre Arme und Beine. Sie funktionierten. »Ich glaube schon«, murmelte sie und ließ sich aufhelfen. Er setzte sie auf die Ofenbank, die angenehme Wärme abstrahlte. Fanny blickte sich um. Hannes saß mit gesenktem Kopf auf einem Stuhl, die Hände hinter dem Rücken in Handschellen. Marlies weinte an der Schulter der Krämersfrau, die aus den Augenwinkeln zu Fanny linste. An der Tür zum Nebenzimmer stand Emil, den niemand beachtete. Der Kommissar beugte sich zu ihr. »Ich habe einen Notarzt rufen lassen.« »Er wird gleich da sein.« »Ha, mir geht's doch gut. Auf wen hat Hannes denn geschossen?« Fannys Blick wanderte zu Emil. Der sah zwar blass, aber unversehrt aus. »Auf niemanden. Ein Schuss hat sich aus seiner Waffe gelöst, als wir eingegriffen haben. Zum Glück steckt die Kugel irgendwo in der Wandvertäfelung.« Fanny verdaute die Nachricht, schüttelte dann den Kopf. »Dass jemand einfach einen Menschen vergiftet, nur weil ihn seine Frau betrügt.« Sie sah den Kommissar an. »Woher hatte er das Gift?« »Im Darknet bestellt?« »Hannes Hafner hat Klaus Mertl nicht getötet. Herr Mertl hat sich die tödliche Dosis Cyankali selbst zugeführt.« »Was?« »Er hat sich doch selbst umgebracht? Ausgerechnet vor seinem Auftritt als Weihnachtsmann?« Fassungslos schüttelt Fanny den Kopf. Der Kommissar räuspert sich. »Er hat sich zwar selbst vergiftet, aber nicht mit Absicht. Es war tatsächlich ein minutiös geplanter Mord.« Ein heftiger Weinkrampf beutelte Marlies an der Schulter der Krämersfrau. Fanny hob den Blick zum Kommissar, der die Lippen aufeinander gepresst hatte. »Hat sie Klaus umgebracht?« »Nein.« Fannys Blick glitt über die Anwesenden. Ilka Mertl fehlt. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf.